Hallo liebe Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Folge Transportfieber 2. Wir sind in Johannesburg und haben es endlich geschafft, die Fabrik hier hinten arbeitet jetzt ordnungsgemäß. Die Auslastung könnte ein bisschen besser sein, weil die ist noch nicht so ganz das Ware mit 30 Einheiten. Ja, aber wir haben im Moment größere Probleme, zum einen hier den Bahnverkehr, TGVs. Hier werden wir einen weiteren Zug dazu holen, weil den werden wir benötigen. Außerdem haben wir hier noch entschieden, dass wir auf der Linie von Krefeld den hier austauschen. Den Zug tauschen wir aus, weil der kostet im Unterhalt 3,21 Millionen pro Jahr. Pro Jahr. Und ja, der hier kostet uns 2,25. Ist auch billiger in der Anschaffung, hat weniger Kapazität und demzufolge ja, werden wir uns den hier holen. Den gleich mal ersetzen. Neue Teil, das fährt 166, das heißt, wir können hier gleich mal die Strecke auf 160 ausbauen. Hier haben wir den Zug. Ein cooles Teil eigentlich, wie ich finde. Es sieht noch relativ geil aus. Der NSB, also der niederländischen Bahngesellschaft. Recht hübsch aus. Gelb. Ganz cool. Hier gibt es glaube ich auch noch einen einzelnen Wagen, dass man den Zug je nachdem auch länger gestalten kann. Ich glaube, ja. Hier haben wir einfach 72 Passagiere an Bord. Wenn wir es benötigen, werden wir hier noch einen weiteren Zug dann raufnehmen, um den Takt zu verbessern, weil die Linie besser funktioniert. Weil im Moment fährt die voll, aber wie lange das hier voll sein wird, weiß man halt nicht. Muss man ein bisschen verfolgen. So, derweil haben wir noch entschieden, dass wir hier bei Hannover, weil hier stehen ja auch relativ viele Passagiere, die zwei Züge, wenn wir die Kohle haben, ersetzen durch diesen Doppelstockzug. Weil die können 126 Passagiere befördern, da aber auf der einen Teil von der Strecke nur gerade mal die 60 Passagiere den Zug nutzen, würde ich das empfehlen, hier beide ersetzen auf 99 Passagiere, begrenzen das Ganze, dass die Linie vielleicht ein bisschen besser funktioniert. Ja, mal schauen, wie das hier mit dem TGV jetzt funktioniert, wenn wir hier jetzt vier TGVs haben. Müsste eigentlich das Ganze auch schon ein bisschen weiter nach unten gehen. Hoffe ich mal, werden wir die verlängern.
Die Schiffe pendeln hier auch noch ein bisschen leer hin und her. Wieso Passagiere? Und werden nichts von Baumaterial. Kommen die jetzt wirklich nicht bis dahin? Müssen wir das wirklich nicht? Sieht so aus, als würde das nicht funktionieren. Wir stampfen die gleich wieder ein. Und das bringt ja so nichts. Die zwei weg. Die Häfen können wir ja mal stehen lassen. Vielleicht bringen wir hier ja irgendwo noch Personen hin. Also das hier vorne aber ein bisschen anders gestalten. Wir sind jetzt aber auch. Ja, dann. Moment. Okay, am Bahnhof nimmst du und Passagieren. Plus. Ja, wir müssen hier wohl Anlieferung noch ein bisschen ausweiten. Nach hier hinten. Wie fahren die Busse hier? So rum. Wenn wir hier noch eine Haltestelle hinsetzen. Dann haben wir den nicht dran. Ah, danke für den Follow. Sehr nett. Ja. Und auch danke für den Follow, Ingrid. Bin ich nicht. Okay. guter Accountname. Ja. Den eigentlich fast hier oben hinsetzen. Muss der hier oben lang fahren. Dann basteln wir hier jetzt eine Umfahrungsstraße hin. Ja, so reingehen, raus, hier vorne, drei Häuser gehen drauf. Auch ein bisschen flotter hier hin. Zwei Häuser müssen mindestens drauf gehen anscheinend. Da ist halt so. Wenn wir nämlich hier die Station dahin machen. Die mal verlängern. 102 aus. Hier hinten hin. Wo er dann zurückgeht. So, jetzt müssen wir aber checken, wie viel Fahrzeuge wir hier haben. Ich glaube, jetzt sind es zu wenig. Wobei, wir können die unter Kapazität lassen. 300 Rate. Wir haben hier 10 Fahrzeuge, 100 Rate drauf.
17 Transportierenden. Könnten größere LKWs raufmachen. Das wäre eine Idee, die ich hätte. Hier größere LKWs drauf. Könnte dann einfach passieren, dass wir vielleicht hier mehr anliefern müssen, da oben. Viel kommt hier eh noch nicht an. Der fährt hier unten hin. Der ist voll. Ein zweiter Zug eventuell. Würde hier glaube ich auch schon wieder 7 machen. Ja komm, der macht plus ein zweiter Zug. Rauf damit. Gebrauchen werden wir den eh. Und hier nimmt es auch zu, 71. Der fährt erst gerade los in Zürich. Ah, jetzt macht er wenigstens plus. Gut. Die ist noch nicht ganz ausgelastet. Können wir schon noch. Weil es sind zwei Fabriken. Steinfabriken, die sind ausgelastet. Für LKWs haben wir ja die. Kapazitätmäßig. Haben die. Mehr. Nochmals 5 mehr. Nee, die können keine Steine. Doof. Können wir auch mehr LKWs draufsetzen? Gar nichts. Jetzt gehen wir wieder ins Minus. Ja gut, das ist wegen dem zweiten Zug, den wir hier jetzt haben. Aber hier liegt wieder so viel rum. Baumaterial, Duisburg, Berlin. Petersburg hoch. Kommen auch langsam. Ja, wir machen hier noch ein paar Fahrzeuge rauf. Um 24 machen wir 6 dazu. Klopfen wir die Straßen noch ein bisschen mehr. Ist uns eigentlich egal, aber ja, wir fahren ja nicht mal durch eine Stadt durch. Im Her, ob so wild, das sollte Grenzen halten. Das verfolgen wir einfach mal weiter. Hier nimmt es eben schon nicht ab, das ist. Es wird höchstens noch mehr. Beiden ist gerade angekommen. Wahrscheinlich auch noch einen dritten benötigen. Oh, wird voll. Der hier steht in Mike City. Ist auch beinahe voll. Okay.
Die hinten 63 Passagiere, die warten. Schön. So, wie läuft es hier oben jetzt? Oh, die hat sich ausgebaut auf die Level 2. Mittlerweile scheint anscheinend auch besser zu funktionieren. Ja, doch ich denke, dass 71 waren. Zürich 90% ausgelastet. Und hier für LKWs. Oh, die sehen aber Katastrophe aus. Ey. Schön verrostet. Okay, wir haben keine Wartung. Rückfahren, der auch und der auch. Ja, die nehmen eigentlich relativ gut mit. Rot einfärben. Hier, das ist Ölteile. Treibstoff sollten die ja eigentlich transportieren. Das Öl kommt hier auch nicht so richtig an. Außer jetzt gleich mal. Der Linie haben wir da nicht. Treibstoff ausschaut. Woran liegt? Hä? So wäre der hier oben lang. Der fährt aber auch mit der Riesenkatastrophe. Der fährt ja einen riesen Umweg. Treibstoff Zürich, der ist voll überlastet. Ach herrje. Ja, längerer Zug, definitiv. Aber mir gefällt nicht, dass der so eine doofe Strecke hier fährt. Mit Zürich her. Wie das der nämlich auch da unten lang geht. Auch hier lang. Jetzt ist er ja schon hier oben. Gut, den müssen wir ganz sicher ausbauen. Das ist ganz klar. Ja, wir verdoppeln den einfach gleich mal. Wir haben hier ja noch die neuen Wagen. Kommen. Allerdings mit 18. Gut, diese haben auch 18. Wir haben aber Emissionen 59. 20 Tonnen schwer. Aber leichter. Ja, die sind leichter. Sogar noch leichter, sind aber ein bisschen weniger. Wir nehmen die. Den gleich mal auf 300er Kapazität.
Müssen wir aber die Lok ersetzen. Ja. Leistungsbewertung gut, super. Der Moment, jetzt haben wir ja zwei dran. Die wäre ausgezeichnet. Sieben. Ja. Viertausend. Ja, wir brauchen hier wahrscheinlich die. Die wird uns kaum reichen. Ne, Leistungsbewertung gut. Müssen wir, die fährt wieder 200. Wer will da schon 200? Hier oben haben wir einfach noch keine bekommen. Cargo oder so. Schade eigentlich. Also müssen wir zwei von denen nehmen. Denn das ist ja so, wenn ich hier. Auf 95, wir machen den auf 180. Dann holen wir nachher noch einen weiteren dazu in einer späteren Folge. So. Ja, ist wieder überlange Folge. Hier stapelt sich den Treibstoff zusammen. Ich glaube, da kommt er gerade. Wo ist der Kollege? Ja. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge hier weiter. Dann können wir vielleicht noch einen weiteren Zug dazu holen. Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat es gefallen.